Hast du die Drogen für mich dabei? Yes. Hast du das gute Zeug mitgebracht? Ja. Yeah. Why are we leaving? Was geht ab, meine Freunde? Mischa hier und ich nehme euch heute mit auf die Reise von Kupangan nach Tansania, um genauer zu sein Arusha, wo ich den Kilimanjaro besteigen werde. Und das ist ein sehr kontraintuitiver Schritt für mich, habe ich gerade gemerkt, weil es ist einfach so eine Comfort Zone hier. Oh, es ist so schön. Und ich glaube, die nächsten Tage werde ich dann wahrscheinlich zuerst mal in so einem kleinen Hotel pennen und dann in einem Zelt für über eine Woche. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Transition, so damit man sich danach auch wieder an das normale Leben gewöhnt. Aber ich sage auch immer wirklich, also geh, wenn es am schönsten ist. Und obwohl ich hier das Leben genieße und ich meine, es ist so schön hier, merke ich, es ist wieder Zeit für die Road. Und deswegen dokumentiere ich heute so ein bisschen den Trip. Und ja, du bist dabei und wir schauen mal, was noch so passieren wird. Das ist alleine schon jeden Morgen so eine krasse Zeremonie und ein Ritual geworden für mich. Weil einfach alle fünf Sinne aktiviert werden, direkt am Morgen. Du bist super präsent, wenn du den Kaffee aufgießt, du riechst, du siehst. Und seit über einem Jahr mache ich es auch so, dass ich den Kaffee aufbraue und dann eine halbe Stunde meditiere, Breathwork mache und dann erst den Kaffee trinke. Also Habit Stacking, eine Gewohnheit, die ich damals gebraucht habe, zwischen eine Gewohnheit gestellt, die ich immer schon gemacht habe und auch machen will. Damit erleichtert man sich es auch, neue Gewohnheiten sticken zu lassen, dass sie dann auch wirklich bleiben. Letzte Meditation Session hier mit dieser Aussicht, wobei die Augen ja immer geschlossen sind. Aber das Setup hier ist auch mega geil. Also einer der besten oder vielleicht sogar der beste Meditationstipp, den ich dir geben kann, ist, dass du zuerst dich wirklich mal auf den richtigen Sitz fokussierst, weil sobald du den Körper aus dem Weg schaffst und es nicht mehr darum geht, ah, wie sitze ich jetzt, unbequem, oh, mein Bein schläft ein, also wenn das alles noch ein Problem ist, dann ist Meditation einfach nicht annähernd so einfach, weil du mit deinem Körper noch struggles. Das heißt, Meditation hat an sich schon genügend Challenges, die du hier meistern kannst und da ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass du einen geilen Sitz hast. Also bei mir ist so dieser Kniesitz. Also ich habe zwei solche Saarfuß und knie dann auch auf diese Kissen hier. So. Und das fühlt sich richtig, richtig gut an. Und meine Mutter hat mir noch ein richtig geiles Geburtstagsgeschenk mitgebracht. So ein Meditationsding hier, das habe ich immer Vipassana gehabt. Und das hat hier diese Klappfunktion. Das heißt, ich kann das jetzt mitnehmen. Das ist so ein Travel Bench. Habe ich auch bei Amazon übrigens gefunden, werde ich die unten mal verlinken. Also mit dem habe ich persönlich die besten Erfahrungen gemacht. Mit dem konnte ich 10 Tage lang jeden Tag 8 bis 10 Stunden sitzen und Rücken ist gerade, nichts schläft ein und man kommt einfach richtig schön rein. Und genau, warum meditieren? Das habe ich mich auch lange gefragt. Aber ich merke einfach, dass seit ich es jetzt wirklich jeden Tag konsequent mache, mehrmals und zwar auch wirklich eine halbe Stunde hinsitzen, dass ich einfach auf alles, was passiert im Außen, viel angemessener reagiere. Also ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal ausgerastet, ausgeflippt bin, wenn ich das letzte Mal irgendwie das Gefühl hatte, boah, hey, jetzt nerv ich mich so hart. Alles wird einfach entspannter und das ist einfach mega, mega krass. So, noch ein letztes Mal Eisbad hier. 10 Bags. Jetzt, wo ich nicht mehr so oft ins Gym gehe, habe ich hier wenigstens durch die regelmäßigen Eisbäder immer wieder mal ein gutes Training. Und natürlich noch ein letzter kleiner Aufguss hier in der Sauna. Das muss auch sein. Ach, das ist übrigens auch ein richtig geiler Lifehack/Gesundheitshack, den ich für mich entdeckt habe die letzten Monate. Und zwar wirklich noch vor dem Schlafengehen, eine Stunde vor dem Schlafen gehen, ein bisschen Sauna, weil der Körper dann runterkühlt und man noch einfacher einschläft. Und auch noch ein letztes Mal jetzt ins Eis. Und beim Eisbad ist eine Sache ganz wichtig, das habe ich auch lange nicht gewusst. Und zwar sollte man wirklich mit dem kompletten Kopf ins Wasser, unter Wasser gehen und auch so tief wie möglich bleiben mit dem kompletten Körper. Man kann die Finger, die Hände rausnehmen, aber man sollte auf jeden Fall den Kopf so tief wie es geht im Eis lassen. Einfach weil wir zwei verschiedene zirkuläre Systeme haben und
es dann einen Unterdruck bzw. Überdruck erzeugen könnte. Also Leute, die dann zum Teil eben auch schwarz vor Augen kriegen oder beim Rausgehen zu lange rumstehen im Eis mit den, nur bis zu den Beinen, das ist so ein bisschen die Gefahr. Deswegen, wenn ihr reingeht, dann immer direkt rein. So, dass der Hirnstamm auch noch so im Wasser ist. Ah, ich werde es vermissen. Ah, ich werde es vermissen. Ah, warum zum Teufel gehe ich hier weg? Das macht doch keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Aber genau deswegen. Deswegen macht Spaß, weil es keinen Sinn macht. Ach, meine Freunde. So, ich habe jetzt ziemlich genau 3 Stunden gepackt. Nicht nur gepackt, sondern natürlich auch meinen ganzen Shit hier ausgeräumt, weil wir vermieten die Villa Five Elements natürlich auch, während wir nicht hier sind. Deswegen habe ich geguckt, dass die ganzen privaten Sachen raus sind. Und ich habe zum ersten Mal 3 Stunden gepackt, ohne mich dabei so richtig gestresst zu fühlen. Der Tipp, den ich dabei befolgt habe, ich habe klassische Musik gehört. Das ist der Geheimtipp. Also wenn du mal im Stress bist und irgendwie eine Aufgabe erledigen musst, versuch's mal mit Classical Music. Noch ein letztes Mal alle Früchte genießen. Melissa, trying the cashew cheese for the first time. How is it? So delicious. How is Copanion? I'm in love. Why are we leaving? Ja, ich habe mich vorhin wirklich so gefragt, so, ey, warum machst du das eigentlich so? Ich verstehe schon die Leute, die sagen so, yo, hey, Reisen ist mir so anstrengend. Ich verstehe euch, meine Freunde. Ich verstehe die Leute, die das Leben auch einfach ein bisschen gechillter nehmen. Es ist einfach immer wichtig, dass ihr auf das hört, was aus euch kommt. Und wenn es aus euch heraus einen Ruf gibt in die weite Welt, dann solltet ihr den genauso wenig ignorieren wie den Ruf zurück in die Heimat, sofern ihr den auch mal wieder verspürt. Ich werde sie so vermissen, meine 2. Ah, oh, Mann. Ich werde echt ein bisschen emotional gerade. Ich merke so ein bisschen Trauer. I'm actually a little bit sad. Of course. Yeah, but I didn't expect that. You said like, of course, yeah. I really feel it. Like, wow. Yeah, it's a special place. They're so sweet. They're so sweet. So, meine Freunde, das erste Mal wieder Schuhe, nach 4,5 Monaten und jetzt sind wir schon wieder im Flow. Jetzt ist schon wieder Travel Flow angesagt. Now we're traveling. Bye, bye. So, jetzt kommt hier auch noch offiziell die letzte Kokosnuss und ich habe hier auch noch ein kleines Geschenkchen gekriegt. Thank you so much. Bosnisches Rosenöl. How many people prayed on it? 3 different. Mm-hmm. Yeah. Also this is a high vibrational stuff. Di nomini patri. Yeah, ah. Mm. Ja, und ich habe jetzt die Antwort gekriegt eine Stunde später. Warum reisen? Warum aus der Komfortzone gehen? Und es ist einfach schon so wieder dieses Eingeständnis, wie impermanent alles ist, was ich schon wieder jetzt viel besser greifen kann. Also einfach jetzt gerade dieses Gefühl, ich sehe sie jetzt gerade noch für die letzten 20 Minuten. Ich trinke hier nochmal die letzte Kokosnuss. Es ist wirklich so dieses Verständnis darüber, hey, ich war jetzt 4,5 Monate im Paradies und jetzt wird es wieder so wie weggerissen. Freiwillig, aber trotzdem, es ist so wie weg. Und ich finde, das increased, also steigert einfach die Gratitude, die Dankbarkeit extrem. Zwischenmenschlich, aber auch durch die Orte, die man besucht. Und ist auf jeden Fall jetzt gerade nochmal für mich ein sehr schönes Gefühl, hier zu sitzen und zu realisieren, dass ich vor 4,5 Monaten ein ganz anderer Mensch war, als ich auf die Insel gekommen bin. Es ist so viel passiert. Und ja, das ist der Grund, warum wir reisen. Jetzt weiß ich es wieder. Man kann über Doha sagen, was man will.
Aber der Flughafen ist einfach fucking geil hier. Also das muss man sich echt mal geben. Zum ersten Mal nach 4 Monaten, 4,5 Monaten wieder dünne Luft. So, wir mieten hier nochmal zusätzlich ein paar Socken, bisschen was für den Kopf, Regenhosen, Handschuhe zum Schlafen, Stöcke, Schlafsack. Komplett? Mm-hmm. Let's go. Okay, so Armani. No pendo. No pendo. Peace and love. Peace and love. Armani, no pendo. Hakuna Matata. No problem. Welcome. Welcome. Karibu. Karibu and thank you. Asante. Asante. Jetzt wisst ihr es, meine Freunde. Hakuna Matata. Alright, alright, meine Freunde, da sind wir. Ich bin offiziell hier in Arusha gelandet. Ziemlich genau 24 Stunden Tür zu Tür. Bin jetzt gerade ins Hotel eingecheckt. Und wie ich es immer mache, laufe ich jetzt hier einfach mal so ein bisschen durch die Hood und genieße mal so ein bisschen die Eindrücke. Ist auf jeden Fall ein krasser Szenenwechsel. Und auch ein sehr interessantes Gefühl, hier mal so richtig in der Minority zu sein. Also ich bin hier gefühlt der einzige Weiße jetzt. Und das macht das Ganze auf jeden Fall für mich auch aufregend. Wow, Big Three. This is Emmanuel. Hi, Rafiki, Mambo. Hey, Mambo. Die Leute sind richtig am Start. Jetzt habe ich schon ein paar gute Tipps gekriegt hier, was man noch so machen kann. 2 Tage, richtig nice. Mmm, yum, 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 yum. Vegetarian. Beautiful. Artwork here. Wow. I know this bird here. It's the lilac bird. It's my spirit animal. Ich kann mich noch erinnern, als ich in Namibia war und ich habe diesen Vogel gesehen, diesen Lilac Bird, und ich habe mich so verbunden gefühlt, als hätte ich schon mal in einem vergangenen Leben so ein Vogelleben geführt. Also der Ort ist schon mal richtig Blockbuster hier. Einfach im Dschungel, veganes Restaurant hingebaut, ey. Wow. Also ich habe jetzt schon die Heilung für Malaria und für Gelbfieber gekriegt von ihm. Also falls man das hier kriegt, gibt es hier die ganz alten Hausmittelchen direkt vor Ort. Jo, und bevor ich es vergesse, du hast es vielleicht noch nicht mitgekriegt, aber wir haben jetzt offiziell die Janus University gelauncht und damit geht auch wirklich so ein Lebenstraum von mir in Erfüllung, nämlich dir endlich das mitgeben zu können, was ich die letzten 10 Jahre für mich gelernt habe, nicht nur durch Lebenserfahrung und Reisen und Mentoren, sondern auch durch Lehrer und Experten, mit denen ich jetzt die letzten Jahre zusammengearbeitet habe mit Janus Life. Wir haben eine University gegründet, den Link dazu findest du in der Beschreibung. Und wenn du dich schon immer gefragt hast, Misha, wie ist eigentlich dieses Leben, dieses Janus Life auch für mich möglich, dann sage ich dir, genauso wie ich es dir dort versuche, nicht nur alleine, sondern eben auch mit diesen Experten zu vermitteln. Das, was du in der Schule nie gelernt hast, aber heute dringender brauchst denn je, wenn du ein freies, geiles, selbstbestimmtes Leben leben möchtest. Ich kümmere mich um das Thema Dating, habe ich auch schon angekündigt. Wir haben das Thema Finanzen drin, das Thema Verhandeln, auch ganz wichtig, für seine Bedürfnisse einzustehen, sich das zu holen, was man will. Wir haben auch das Thema, was ich persönlich am allerwichtigsten finde, Selbstmanagement drin, das heißt überhaupt mal die Zeit zu haben, solche Kurse dann auch durchzuarbeiten, geile Beziehungen zu führen, zu reisen. Das heißt, alles das, was du die letzten Jahre vielleicht auch vermisst hast und immer wieder das Gefühl hattest, boah, alle hängen mich ab, alle sind weiter als ich, das ist der Stoff, den ich dir hier vermitteln möchte. Unten findest du den Link, check's ab und ich freue mich jetzt schon, mit dir dann auch in den Live-Calls zusammen zu sein, denn wir werden dort auch regelmäßig miteinander connecten, mit den Experten, mit mir und das wird richtig, richtig nice. Hast du die Drogen für mich dabei? Yes, ich habe die Drogen. Zeig mal. Hast du das gute Zeug mitgebracht? Ja, guck mal, eingefangen. Ja? Und rausgelaufen drin. Scheiße. Nein, wirklich? Nein. nicht wie bei mir. Oh, wow. All in one. Hast du auch einen Code bei Rocker? Und ich habe nur eine gegessen. Du hast mir einen weggegessen? Ja, aber nur eine. Die war richtig gut. Geil. Vielen Dank. Also, du bist eine Riesenrettung. Was du dafür bekommst? Life Mentoring habe ich gehört. Siehst du aus wie so eine marokkanische Stripperin. 1001 Nacht. Du hast nämlich keine Röcke, oder? Und siehst du aus wie so eine Snowboarder-Girl. Ja.
So, jetzt kriegen wir hier noch den Mount Meru zu Gesicht. Dann machen wir morgen kurz das Warm-up, oder? Ja. 4.500 Meter vom easy. Vom Sunrise, oder? Vom Sunrise kurz hoch. Ja, ganz easy, das machen wir. Ich fahre mit dem Motorrad, okay? Du was? Ich fahre mit dem Motorrad, das ist ja. Jemand, der mich bekommt. Ja, ja. Erzähl eigentlich mal den Leuten kurz, warum bist du eigentlich hier? Weil eigentlich war ja ursprünglich der Plan eigentlich, dass ich mit Justin hochgehe, mit Noel. Ja, aber dann Justin ist halt ein kleiner Feiger, gell? Nee, Justin wurde hart gescannt, Leute. Ja. Justin hat die Janus University leider nicht gemacht, weiß nicht, wie man verhandelt und wurde krass gescannt. Also das ist mir vor 8 Jahren passiert, das ist mir jetzt passiert. So ein Fake Angel Donor. Hat ihn voll abgezogen. Aber ja, so lernt man halt. Aber jetzt mal im Ernst, was bringt dich hier hin? Ich dachte, ich zeige euch mal, wie man so einen Berg besteigt. Du bist schon auf einer Mountaineering, oder? Ja, eher Rockclimbing. Rockclimbing. Das ist meine Vergangenheit. Das ist nicht so viel damit zu tun, aber Berge sind Felsen, Fleisch. Ja. Ja, ich bin echt gespannt. Also ich habe mich, ich habe 5-mal Seilspringen gemacht. Als Vorbereitung. Das war's, die Bergbesteigung, ne? Ja, ich habe mir ein Seil, ein Sprungseil. Ich war krank, also läuft bei uns. Ja, nee, mal schauen. Also ich habe echt Respekt vor dem Kilimanjaro und ich habe noch nie sowas gemacht. Ja. Übermorgen geht's los. Ja. Und Noel kommt morgen auch. Noel kennt ihr bereits. Der hat mit mir schon einige so schöne Sachen abgedreht und wir werden die Reise ein bisschen dokumentieren. Und das heißt, ihr seid natürlich dann auch wieder dabei. Und wir suchen jetzt noch mal was zu mampfen hier. Gehen vielleicht noch ein bisschen feiern, mal gucken, was hier noch geht. Wir sind Attraktionen. Yes. Also wenn wir feiern gehen, dann alle kommen dahin. Ja, dann geht's los. Alright, meine Freunde. Von Kopangan nach Tansania. Und wir sehen uns bald wieder. Der nächste Vlog ist von oben, oder wie? Ja, ja. Ja? Übermorgen starten wir dann. So. Ja. Dann auch mit besserer Qualität. Mit Eier, nicht mit iPhone hier so. Alright, wie jetzt Patrick sagen würde, Kiss, Kiss, Bang, Bang.